Kennt ihr das? Ihr habt Stress mit eurer Freundin, vorausgesetzt ihr habt eine Freundin. Ihr schreit sie an, sie schreit zurück, ihr habt das Gefühl, der Dritte Weltkrieg bricht gleich aus. Und zufälligerweise haben dabei eure Stimmlagen dieselbe Amplitude und Frequenz, während ihr euch richtig hässliche Wörter an den Kopf werft. Konntet ihr beim Anschreien was beobachten? Sehr schön. Wir nämlich auch nicht. Aber das Beispiel oben ist eine ungefähre Idee, wie das Prinzip einer stehenden Welle funktioniert. Damit kommen wir auch heute zu unserem geilen Thema der stehenden Welle. Eine Welle kennt ja jeder von euch. Wenn nicht, schaut euch unbedingt die anderen Videos zum Thema Welle an. Wie ihr wisst, breitet sich eine Welle aus und zwar in eine bestimmte Richtung. Eigentlich recht langweilig. Doch was passiert, wenn wir eine zweite Welle mit selber Frequenz, Wellenlänge und selber Amplitude auf die erste Welle knallen lassen? Das heißt, ihr habt einmal eine Welle, die von links kommt und eine Welle, die von rechts kommt. Die linke Welle ist rot und die rechte Welle blau. Langsam bewegen sich die Wellen aufeinander zu. Wir haben mal ein paar feste Punkte orange markiert, damit ihr dann genau seht, was an diesen Punkten passiert. So, was passiert? Die rote Welle nähert sich langsam der blauen Welle, bis sie sich das erste Mal berühren. Beim ersten Berührpunkt passiert nichts. Aber schreitet der Vorgang weiter voran, kommt es zu einer Überschneidung bzw. Überlagerung der Wellen. Dabei addieren sich die Amplituden der beiden Wellen und erhöhen sich zu einem neuen Punkt. Ist das nicht geil? Das Ganze passiert auch für kleinere Werte, natürlich wieder durch eine Addition der beiden Amplituden oder auch Vektoren. Selbstverständlich gibt es immer fortschreitende Additionen zwischen den beiden Wellen. Viel wichtiger aber, was konntet ihr beobachten? Falls ihr es im ersten Moment nicht gesehen habt, macht euch keinen Kopf, ich habe es zuerst auch nicht gesehen. Und zwar achtet mal auf die orangenen Punkte. Das heißt, sie bewegen sich einfach nur vertikal auf der Y-Achse nach oben und nach unten. Mit Ausnahme von ein paar gewissen Punkten, die fest verankert auf der X-Achse sind. Diese Punkte werden Schwingungsknoten genannt. Die maximale Auslenkung ist gegeben, wenn die rote und blaue Welle sich vollständig überlagern. Dabei entsteht ein sogenannter Schwingungsbauch. Wenn ihr euch des Weiteren diese Position anschaut, seht ihr, wenn die beiden Wellen sich komplett überlagern, dass dabei der höchste Punkt, also wie oben gesagt, der Schwingungsbauch entsteht. Haben die Wellen diese Position erreicht und schneiden sich nur auf der Achse, löschen sie sich gegenseitig aus und die stehende Welle ist gleich Null. Ist doch eigentlich verdammt geil. Was ihr euch auch merken könnt, ist, dass nach jeder halben Wellenlänge, also Lambda halbe, ein Schwingungsbauch bzw. ein Schwingungsknoten vorkommt. Will man das Ganze rechnerisch machen, geht das ganz einfach. Und zwar habt ihr zwei Wellen gegeben mit der Funktion f von x gleich 2 mal Sinus von x und h von x gleich 2 mal Sinus von x. So, und nun richtig anspruchsvolle Mathematik. Ihr addiert einfach die beiden Funktionen und bam, die stehende Welle ist nun g von x gleich 4 mal Sinus von x. Das bedeutet einfach, dass die Amplitude von 2 auf 4 in positiver y-Richtung ausschlägt und in negativer von minus 2 auf minus 4. Geil. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass stehende Wellen fast wie Interferenz sind. Ja, ist es auch. Also fast. Was aber Interferenz ist, erfahrt ihr in diesem Video. Was solltet ihr euch behalten? Knallen zwei Wellen gleicher Frequenz, gleicher Amplitude und Wellenlänge gegeneinander, so kommt es zur Ausbildung einer sogenannten stehenden Welle. Eine stehende Welle hat an stets gleichen Stellen Knoten, also keine Auslenkung und Bäuche, also eine maximale Auslenkung. Der Abstand zweier benachbarter Knoten oder Bäuche ist die Hälfte der Wellenlänge der ursprünglich fortschreitenden Wellen. Natürlich müssen nicht unbedingt zwei Wellen aufeinander prallen, sondern es kann auch eine Reflexion von einer Welle zu stehenden Wellen führen. Aber das erzählen wir euch dann bei der Reflexion. Hi, hier ist Alex von Simple Club. Das ganze Thema findest du jetzt hier in der Simple Club App. Dort gehen wir noch viel mehr ins Detail und gehen alle Dinge durch, die in deiner Klausur drankommen werden. Also klick jetzt hier und hol dir kostenlos die Simple Club App.